Heute machen wir wieder aus der Bibel und wollen noch ein Geheimnis betrachten, wie wir letzte Woche ein paar Geheimnisse betrachtet haben. Heute reden wir über das Geheimnis des Leibes und Blutes Christi. Abendmahl ist normal. Seitdem ich ein Kind gewesen bin, seitdem ich angefangen habe, in die Gemeinde zu gehen, wird Abendmahl gefeiert. Und fast jede Gemeinde hat einen Sonntag ausgesondert, in dem man Abendmahl feiert. Ich weiß, die Gemeinde, wo ich herkomme, aus Nigeria, jeden Sonntag 7.30 Uhr ist Abendmahl, Gottesdienst, außer erster Sonntag des Monats, wo es allgemeine Abendmahl-Gottesdienst ist. Was ist dieser Abendmahl? Ist Abendmahl eine Tradition? Lass mich ein Wort hier sagen, bevor wir weitermachen. Was auch immer Gott einführt in der Gemeinde, im Gottesdienst, was auch immer das Ding sein mag, das Ding hat ein Potenzial, Leben zu verändern. Sei es Taufe, sei es Salböl, sei es Abendmahl, sei es Hände auflegen, sei es Gebete. Was auch immer Gott ins Leben gerufen hat, dass wir als eine Gemeinde praktizieren sollen, das Ding hat das Potenzial, Leben zu verändern. Wir werden ein paar Geheimnisse heute sehen. Darum bitte ich euch, mir eure Zeit zu schenken, wie immer. Nun, lasst uns durch Apostel Paulus, 1. Korinther, Kapitel 11. 1. Korinther, Kapitel 11. Diese Bibelstelle nehmen wir für unser Gespräch heute. Wir werden zwar aber andere Bibelstellen betrachten. Ich wollte das immer sagen und ich vergesse immer. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Leute gibt, die im Hintergrund arbeiten in dieser Gemeinde. Wir dürfen nicht vergessen. Letzten Sonntag kam jemand zu mir nach dem Gottesdienst, ein englisch sprechender Bruder, und fing an, Dinge auszudrücken, was er verstanden hat. Und ich war total und extrem begeistert und dankbar von der Arbeit unserer Übersetzerinnen. Wollen wir Gott danken für seine Leute, die übersetzen. Weil sie müssen tolle Arbeit gemacht haben, dass er verstanden hat, was ich gesagt habe. Und mich zu übersetzen, und zwar simultanos, ist nicht einfach. Letzte Woche hat meine Schwester Ruth das gemacht und ich danke Gott dafür und ich preise Gott dafür. Und ich muss auch sagen, dass wir Kontakte bekommen von ein paar Leuten, die sagen uns, dass Gottes Wort aus dieser Gemeinde sie segnet, wenn sie das in YouTube hören. Bestimmt in YouTube sieht man nur mich. Aber Himmel weiß ich nicht ich. Es sind Leute, die hier sauber gemacht haben. Es sind Leute, die in der Woche gekommen sind zu beten. Es sind Leute, die sich um den Kinder gekümmert haben. Es sind Leute, die Lobpreis geleitet haben. Es sind die Kameraleute. Es sind Leute in Technik. Es sind die Ordner, die uns helfen, damit wir Ordnung haben. Es sind verschiedene Leute, die daran arbeiten, damit jemand ein SMS schickt oder eine E-Mail schickt und sagt, wow, seitdem ich das und das gehört habe, so und so und so ist in mir passiert. Gottes Segen wird spürbar sein im Leben jeden Einzelnen, der in dieser Gemeinde mitwirkt. Im Namen Jesus Christus. Amen. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus Christus der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm.
dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch. Nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Lass uns stoppen. Diese Bibelstelle kennen wir. Viele Pastoren können das auswendig zitieren. Wir nehmen Brot, manche haben großes Brot. Der Tag, der Nacht, da Jesus Christus verraten ward, nahm er Brot, dankte und brach es. Aber ich merke es, dass ja, jeden Sonntag wird überall Abendmahl gefeiert. Verstehen wir überhaupt, was der Abendmahl ist? Darum ist es für uns wichtig, Paulus' Worte zu merken. Paulus fing damit an, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Das, was ich jetzt lehren will, habe ich nicht in der Bibelschule gelernt. Klingt das so bei dir? Darüber, was ich jetzt sprechen will, habe ich nicht in einem Buch gelesen in der Bibliothek. Das, was ich jetzt sagen will, habe ich von dem Herrn empfangen. Und weil ich von dem Herrn das empfangen habe, es ist real, es ist die Wahrheit, es ist rein und es ist kraftvoll. Aber ich will, dass ihr das merkt. Worüber er redet, ist in Markus Evangelium, ist in Lukas Evangelium, ist in Johannes Evangelium, ist in Matthäus Evangelium. So, warum sagt uns Paulus, er hat das bekommen? Denn in Lukas steht es auch. Nach dem Mahl stand er auf, nahm Brot. Aber es gibt Geheimnisse in den Dingen des Reiches Gottes. Und das will Paulus uns zeigen. Nun, was ist Geheimnis? Geheimnis ist eine Schlüssel. Geheimnisse sind Schlüsse. Was ist eine Schlüsse? Eine Schlüsse ist das Ding, was du benutzt, um eine Tür zu öffnen. Klingt das logisch? Oder? Der Schlüsse ist, was du und ich benutzen, um eine Tür zu öffnen. Lassen Sie uns etwas betrachten in Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 17 und 19. Matthäus Evangelium 16, 17 und 19. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Die Geschichte hier war, Jesus fragte, was sagen die Leute, dass ich bin? Und später hat er seine Jünger gefragt, was sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. So Jesus antwortete Petrus und sagte ihm, Petrus, was du gerade gesagt hast, hast du in keiner Bibelschule gelernt? Das hat Gott dir direkt geoffenbart. Kennt man die Geschichte? So, nun, hör mal richtig zu. Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. So, sein Name ist nun von Simon zu Petrus geworden. Und das Wort Petrus ist ein kleines Stein. Ich muss das erklären. Denn es geht, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen werden. Auf welchem Felsen hat Gott seine Gemeinde gebaut? Wer kann mir sagen?
Welchen Felsen? Siehst du, das denken wir Petrus. Gibt es unterschiedlichen Petra? Petra und Petrus? Das griechische Wort für Petrus heißt Stein. Jesus redet von Felsen. Darum gibt es diese Aussage, dass die Gemeinde auf Petrus gebaut ist. Gott errette mich. In so einer Gemeinde will ich nicht sein. Auf Petrus. Kennt ihr Petrus? Jesus ist der Grundstein der Gemeinde. Nein, die Gemeinde Gottes ist auf dieser Offenbarung gebaut, dass Jesus der Christus ist. Solange diese Gemeinde daran glaubt, damit arbeitet, dass Jesus Christus der Erretter ist, dann bleiben wir bestehen. Aber wenn wir davon weichen und sagen, na ja, Jesus ist so gut, aber man kann auch sich helfen, denn diese Gemeinde ist tot. So, die Gemeinde Gottes, gebaut auf der Offenbarung von Gott, ist von Satan unantastbar. Für mich ist wichtig, ich will die Offenbarung berühren. Wenn du etwas von Gott direkt bekommst, Willi, Satan kann das von dir nicht wegnehmen. Weil du bist sicher. Wenn du aber etwas von mir bekommst, solange wir noch Freunde sind, dir gefällt das Ding. Aber der Tag, wir keine Freunde mehr sind, alles, was von mir kommt, du pfeifst darauf. Nun, Vers 19 ist wichtig. Weil diese Gemeinde gebaut ist auf diese Offenbarung und ich will dir den Schlüssel des Reiches des Himmels geben. Und was du auf die Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf die Erde lösen wirst, das wird im Himmel gelöst werden sein. So, es gibt, was man den Schlüssel oder die Schlüssel des Reiches nennt. Letzter Sonntag haben wir einen Schlüssel berührt, Salböl. Ein Schlüssel des Reiches ist, was du anwenden kannst, um Himmel zu erleben. Und heute wollen wir noch einen anderen Schlüssel des Reiches betrachten, das Geheimnis im Blut und Leib Christi. Ich bin 100% sicher, dass Gott bereit ist, du und mich, unser Leben zu verändern. Nun, lass uns analysieren 1. Korinther 11, 23 bis 30. Geh wieder mit mir zurück. Wir haben festgestellt, dass worüber Paulus hier redete, ist aufgrund der Offenbarung, die er von dem Herrn bekommen hat. Und Vers 25 sagt, 27, das gefällt mir, 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Wer unwürdig, wer in einer unangemessenen Art und Weise. Lass uns weiterlesen, 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. 29. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwachen und Kranken und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das Wort entschlafen heißt tot. Aufgrund dieser Bibelstelle habe ich als Kind gehört, dass wer nicht heilig ist und Abendmahl isst, wird sterben. Das klingt so, oder? Und man hat mir von einem Mann erzählt, Kinder hören Geschichte, dass es gibt einen Mann, er hat in der katholischen Kirche, ohne konfirmiert zu werden,
hat Abendmahl gegessen und Blut getrunken oder Wein. Und als er nach Hause kam, seine ganze Wohnung war voller Blut. Und Kinder glauben solche Geschichte. So, als wir angefangen haben zu wachsen, und ich sehe das bei meiner Mama auch, ich werde diesen Sonntag nie vergessen. Es war erster Sonntag des Monats. Und dieser Sonntag bei uns, Gemeinde ist immer richtig voll. Leute wollen Abendmahl haben. Aber an diesem Tag, leider wir Kinder sind, wir haben unsere Mama fertig gemacht. So, sie hat geschimpft, gebrüllt und sie hat Dinge gesagt, was sie nie sagen wollte, was sie bereut hat. Und ich kann sie noch sehen, wie da heult. Sie saß und heult und sagt, wegen euch kann ich heute nicht zum Abendmahl Gottesdienst gehen, weil ich habe kein reines Herz. So, für mich war, das Ding muss wichtig sein, dass meine Mama sich unwürdig fühlt, zum Gottesdienst zu gehen. Verstehst du mich, Mondana? Okay. Aber dann kam ich in die Uni, oder ich war noch nicht in der Uni. Da war dieser junge Mann. Jeder kannte ihn als Rascal. Richtiger, es gibt Rascal. Man kennt Hooligans, originale, unverdunte Rascal. Und an diesem Tag gab es Abendmahl. Und er ist bei mir vorbei nach vorne marschiert. Und ich habe gewartet, ihn umkippen zu sehen. So, der kann nicht. Wir kennen ihn. Der wird umkippen. Aber er hat Abendmahl genommen und ist zurück zu seinem Platz gegangen. Er ist nicht gestorben. Aber ich habe gehört immer, ich habe noch nicht gelesen, man hört es. Damals unsere Priester, wenn es das so Abendmahl ist, manchmal Hälfte der Leute können kein Abendmahl feiern, weil man ist so verdammt geworden, wenn ich so sagen darf. Aber ich will heute dir sagen, was sagt uns Paulus hier? Ist Gott ein Gott, der Leute wegjagt oder ein Gott, der Leute auf sich nimmt? Jesus Christus lässt eine Hure, Prostituierte, seine Füße waschen und mit Haare austrocknen. Steht das in deiner Bibel? Jesus Christus erlaubt ein Dieb, Finanzminister in seinem Dienst zu sein. Wer heißt der Dieb? Judas. Hat er gewusst? Er wusste. So, warum denken wir, dass Gott Sünder wegjagen will, wenn er gesagt hat, komm zu mir alle? So, irgendwas muss hier sein. So, die Bibel sagt, wenn wir das Blut und Leib unwürdig essen, was das unwürdig zu essen? Wir denken immer mit der Sünde. Und wer von uns hier ist frei? Unwürdig hier, was die Bibel sagt, ist, wenn du nicht verstehst, worum es geht. Wie mein Bruder James gesagt, wenn du es machst ohne den Glauben. Was du kriegst, ist deins. Was heißt das? Nee, nee, dir geht es sowieso nicht gut. So, es wird einfach nicht gut sein. So, nicht, dass Gott Leute getötet haben. Sie kamen schwach zum Gottesdienst, haben Abendmahl aus Tradition genommen, sind schwach geblieben. Verstehst du mich? Aber Gott will, dass wir erkennen, dass in dem, was wir tun, ist Kraft. Und dieselbe Kraft, die Gott benutzt hat, Jesus von den Toten aufzuwecken, fließt immer noch in seinem Leib und Blut. So, darum müssen wir uns diese zwei Fragen stellen. Was ist in dem Blut? Was ist da? Warum soll ich etwas erwarten? Hör mal zu. Okay. Ich arbeite im Stadion. Und es ist leider so, leider, ungewollt, ungeplant und nicht rassistisch. Manchmal, wenn Leute kommen in eine andere Firma und sie suchen den Chef. Und manchmal laufen sie mich vorbei.
weil ich kann nicht der Chef sein. Ich kenne diesen Tag, der Mann kam vorbei und sagte, guten Tag, kann ich dir helfen? Und dann kommt. Und er ist zu jemand anderem gelaufen und der hat ihn zurück zu mir geschickt, dass ich der Chef sei. Und er hat sich entschuldigt. Verstehst du mich? Ich verstehe, das ist okay, kein Problem. Viele Leute werden sich mal entschuldigen. Sie werden sich immer entschuldigen, weil Gott uns höher bringt. Nun, seine erste Begegnung mit mir war auf anderer Ebene. Hallo. Aber die zweite Begegnung war auf anderer Ebene. Jetzt hat er auf mich geachtet. Jetzt bin ich wichtig. So, was ich jetzt sage, zählt bei ihm. Am Anfang, er wollte gar nicht stehen bleiben, zu hören, was ich sage. Aber als man ihm gesagt habe, dass ich der Cheflein, Chefchen bin, musste er es zuhören und hören alles, was ich ihm sage. Weil so Abendmahl ist für uns Tradition geworden, wie du jemanden erkennst, entscheidet, was du von demjenigen erwartest. Habe ich recht? Wenn ich dich als Nichtigkeit erkenne, erwarte ich von dir nichts. Darum muss Gott uns heute früh sagen, hör auf, dich so zu betrachten, als ob du nichts wärst. So, wenn wir wissen, was in dem Blut ist, wenn wir wissen, dann werden wir darauf achten, werden wir das würdig essen, werden wir das Blut für würdig gehalten, und auf uns etwas zu bewirken. So, was ist in dem Blut? Sind wir bereit für die Reise? Jetzt fangen wir mit der Predigt an. Und jemand sagt Amen. Amen. Hebräerbrief 9, Vers 14. Hebräerbrief 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als eine makellose Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Heute früh, beim Meditieren, ist mir etwas klar geworden. Wissen wir, immer wenn wir zu Gott kommen, oft, wir sagen, Gott, vergib mir meine Sünde. Wer hat das diese Woche gesagt? Ich dachte, ich war allein. Und dann sagen wir, Gott, reinige mich mit deinem Blut. Das sagen wir. Hör mal zu. Gott, reinige mich mit deinem Blut. Eigentlich, das Blut hat uns schon gereinigt. Aber was gereinigt wurde, ist unser Gewissen. Weil, wenn dein Gewissen nicht gereinigt wird, wirst du im Verdammnis leben. Und wenn du im Verdammnis lebst, kannst du nichts Gutes für Gott tun. Warum? Du wirst dich für unwürdig betrachten, für Gott etwas tun zu dürfen. So, das Blut Jesus Christus kann unser Gewissen reinigen. Du weißt, Gott hat dir vergeben. Und du weißt, durch sein Blut bist du rein. Und aufgrund dieses Erkenntnisses fängst du an, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Dann kannst du Gott dienen. Ich bin vielen Leuten begegnet, die es nicht wagen, etwas in der Gemeinde zu tun, weil sie denken, sie seien unheilig. Aber lass mich dir eine gute Nachricht geben. Wann auch immer du jemanden siehst, der in der Gemeinde arbeitet, er ist genauso wie du bist. Der Unterschied ist, sein Gewissen ist rein geworden. Er hat es gewagt, vor euch stehen zu dürfen und so Finger zu zeigen und sagen, Jesus liebt dich. No, so sagt man, Jesus liebt dich. Das ist die Warnung. Oder? Zu sagen, Jesus liebt dich. Okay, das klingt gut, oder? Oder zu sagen, wenn du ohne Gott gehst, bist du alleine. Ja, das ist gut, das geht gut. So, das Blut reinigt unser Gewissen. Ich weiß nicht, wo du noch schlechte Gefühle hast wegen der Sünde der Vergangenheit. Lass das Blut Jesus Christus dich reinigen. Weil wenn du diese Reinigung nicht bekommst, kannst du keine guten Werke tun.
Ich muss wissen, dass ich Gottes Gerechtigkeit bin, um vor euch stehen zu dürfen. Ich muss das wissen. Ich muss das wissen. Heißt das, du bist heilig? Ja! So einfach. Warum? Gott sagt, ich bin heilig. Ist das nicht so? Dann kann ich heute hier stehen. Was ich gestern gemacht habe, was ich vorgestern gemacht habe, ist durch Jesus Blut gereinigt worden. Ich darf leben. Ah, irgendwann werde ich darüber predigen, was Gott. Gott bringt mir einige Sachen bei in den letzten Tagen. Wir werden Schuldgefühl töten. Ah, nur ich gehe nicht, ich bleibe hier. Weil ich sehe in der Gemeinde Gottes, Satan drängt uns an die Ecke. Und wir sehen uns nicht, als ob wir es wichtig wären. Wir denken, dass Gott nichts durch uns tun kann. Das machen wir später. Nummer 2. Was ist in dem Blut? Hebräerbrief 12. Ich werde noch schnell lesen. Hebräerbrief 12, 22 bis 24. Sondern ihr seid zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu 10.000 von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als Abels Blut. Was ist in dem Blut Jesus Christus? Himmlische Zusage. Dein Pastor mag dir nie sagen, dass du wunderbar bist. Vielleicht dein Pastor, wann auch mal er dich sieht, erst noch sich zu beschuldigen darüber, was du falsch gemacht hast. Aber das Blut Jesus Christus spricht Besseres. Halleluja. Das Blut Jesus Christus spricht Besseres. Oh Gott, ich nehme dein Blut in Anspruch. Lass dein Blut für mich sprechen. Wenn das Blut für dich spricht, das Blut sagt Erbarmen. Wo du Tod verdient hast, wo du Strafe verdient hast, wo du es verdient hast, verbannt zu werden. Das Blut erhebt seine Stimme und sagt Erbarme. Wo Türen zugeschlossen worden sind, wo Leute sagen, du darfst nicht reinkommen, das Blut sagt, lass ihn rein. Lass das Blut redet für uns. So, wenn du zum Abendmahl kommst, erwarte, dass irgendwas geschieht. Abendmahl ist nicht nur Traubensaft oder Wein in den Mund reinschieben. Abendmahl ist Kontakt zu pflegen, ist eine Berührung zu haben mit der Schlüssel des Himmels, die wir gebrauchen kann, um Türen zu aufzuschließen. Nummer 3. Was ist in dem Blut? 2. Mose, Kapitel 12. Was wir heute Abendmahl nennen, kommt aus der Passafest. Und ich werde euch sehr, sehr ermutigen, 2. Mose Kapitel 11 und 12 zu lesen. Die Zeit wird uns nicht erlauben, alles zu betrachten. 2. Mose Kapitel 12, Verse 21 bis 24. 2. Mose 12, 21 bis 24. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Jusop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwellen und die zwei Torfürsten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen
und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird, er wird an der Oberschwelle und an den beiden Torpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonen vorübergehen. Und der Verderber nicht in euer Häuser kommen lassen, um zu schlachten. 24. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die ihr und deinen Kindern auf ewig gilt. So, Gott sagte, ich werde noch eine Sache machen. Der Engel des Todes wird rüberlaufen. Aber ihr nehmt ein Lamm, schlagt das Lamm und nimmt das Blut, streichet an der Tür draußen. Wenn der Engel des Todes das Blut sieht, er wird vorbeigehen. Das Blut Jesus Christus ist ein Schutz für uns. I am under the blood. The blood is higher than I. Jehovah, hide me. Hide me under the blood. Go tell my enemies, I am under the blood. Jehovah, hide me under the blood. Ich bin unter dem Blut. Das Blut ist groß, als ich bin. Jehovah hat mich im Blut versteckt. Du sag mein Feinde, ich bin unter dem Blut. Das Blut Jesus Christus ist ein himmlisches Zeichen. Satan kann dich nicht berühren. Es läuft Seuche, es laufen Krankheiten, es laufen verschiedene Dinge in der Welt. Aber die Bibel sagt, im Haus der Israeliten, die Leute, die ihre Torpfosten mit dem Blut bestreichelt haben, Tod ist nicht reingekommen. So, wenn du zum Blut kommst, erwarte einen himmlischen Schutz. Egal wie die Krankheit heißt, egal wie eng der Koffer ist, egal wie viele Leute darunter gelitten haben, die Bibel sagt, wenn wir uns unter dem Blut Jesus Christus stellen, wir werden unantastbar sein. Darum, wenn deine Kinder in die Schule gehen, lege die Kinder auf, Hände auf und sage, stelle dich unter dem Blut Jesus Christus. Lass uns sehen, welcher Satan das Kind berühren wird. Nimm dein Haus, stelle dein Haus unter dem Blut Jesus Christus. Warum? Weil das Blut ist die sichere Festung, die wir haben. So, sie sehen, warum? Was Paulus sagt. Abendmahl ist nicht nur eine Tradition. Abendmahl ist kein gemeindes Programm. Es ist der Schlüssel, den wir anwenden dürfen, um Himmel zu erleben. Nummer 4. Zachariah 9, 12, 11 bis 12. Zachariah 9, 11 bis 12. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangene entlassen, aus der Grube, in der kein Wasser ist. Hier redet Gott zu seinem Sohn. Was dich betrifft, um deines Blutes willen, ich habe deine Gefangene freigelassen, aus der Grube, wo es kein Wasser gibt. Das Blut Jesus Christus schenkt Befreiung. Viele Leute sind in Grube festgehalten worden. Grube der Sucht. Grube der Sünde. Du bist da fest. Du willst raus, aber du kannst nicht raus. Warum? Weil du ein Gefangener bist. Du hast Dinge getan, die dich dazu getrieben hast, Gefangene zu sein. Aber Gott sagt, es ist egal, was du getan hast. Wenn du zu Jesus rennst, das Blut Jesus Christus ist fähig, dich zu befreien. Und ich erwarte heute, was auch immer das sein mag, was dich festgebunden hat,
Sei es in deinem Charakter. Sei es in Dingen, die du isst. Sei es in Dingen, die du, wo du gehst. Das Blut Jesus Christus ist fähig, dich heute einmal für immer raus aus dieser Grube rauszuholen, wo es kein Wasser gibt, im Namen Jesus. Amen. Wie siehe, sie suchen in den Planeten, ob es Wasser geben soll. Warum suchen sie nach Wasser? Wer kann mir sagen? Wo es Wasser gibt, gibt es Leben. So, du lebst nicht. Du atmest doch, aber du lebst nicht. Dein Leben bewegt nichts. Du bist zwar Existenz, aber du kannst nicht bewegen. Das ist eine Grube zu sein, wo es kein Wasser gibt. Das Blut Jesus Christus heute. Nimm dich raus. Vers 12 gefällt mir. Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute, 11. September 2016, verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Halleluja. Amen. Gott ist bereit, was auch immer Satan von dir geklaut hat, dir doppelt zu geben. Im Namen Jesus Christus. Amen. Wie macht er das? Durch Pastor Hände auflegen? Nein. Durch das Blut Jesus Christus. So, Abendmahl ist nicht, was man Larifari macht. Das hat Paulus gemeint. Sie kommen krank, das Abendmahl, getrunken, gegessen, gehen nach Hause, wieder krank. Aber wenn du heute erkennst, das, was du reinnimmst, ist nicht Traubensaft. Es ist das Blut Jesu Christi. Was ist in dem Blut Jesu Christi? Kraft, mich zu befreien. Kraft, mich zu reinigen. Kraft, mich zu schützen. Dann weißt du, es wird geschehen, so wie du glaubst. Darum heißt es, was auch immer wir tun, wir sollen es im Glauben tun. Nummer 5. Matthäus Evangelium 27. Matthäus 27, Abvers 50. Es gibt Gefängnisse, die wir verdient haben. Hör mal zu. Es gibt Gefängnisse, die wir verdient haben. Wir waren die Schuldigen. Und Gott trotzdem, weil wir schuldig waren, solange wir um Erbarmen rufen, er kommt und holt uns raus. Matthäus 27, Vers 50 bis 53. Jesus aber schrie nochmal mit lauter Stimme und gab den Geist. Warte mal. Das war am Kreuz. Wer kann mir sagen, was da geschehen ist? Ich kann dir sagen. Er stand da oder lag da oder wurde da gebunden, genagelt von 12 Uhr bis 15 Uhr. Warum hat er so lange gewartet? Bis der letzte Tropfen seiner Blut den Erde berührt. Jesus Tod geht um das Blut. Er braucht kein Blut im Himmel. Das Blut ist für hier. Und er war da. Und als der letzte Tropfen der Blut die Erde berührte, schrie er, es ist vorbei. Es ist, Satan hat das gehört. Es ist vorbei. Lass uns weiterlesen, 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entweit. Und die Erde erbebte. Und die Felsen spalteten sich. 52. Und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wir haben ein Grab in Sachaia. Und dieser Grab war ein Gefängnis auf Hoffnung. Du sitzt da, du hast es verdient. Du hast Dummheit gemacht und Satan wollte dich nicht frei gehen. Aber Gott nimmt dich frei. Aber es gibt andere Gräber. Du weißt nicht davon. Die entschlafenen Heiligen. Es gibt, was man Erbfluch nennt. Was deine Vorväter gemacht haben. Du warst nicht da. Du warst nicht daran beteiligt. Aber du leidest heute darunter. Was Hitler gemacht hat.
Keiner von uns war da. Aber man sagt, dass wir heute darunter leiden. Aber das Blut Jesus Christus ist fähig, deine Vergangenheit zu besuchen und es in Ordnung zu bringen. Deine Uhr, solange du zählen kannst, Papa, der damals einen Mensch getötet hat und Satan nahm das auf sich und versucht, deine Familie kaputt zu machen, das Blut kann zurückgehen und sagen, frei. In uns sind Dinge, die man sehen soll. Aber aufgrund der Fehler der Vergangenheiten von unseren Vorvätern, man hat uns im Grab, unsere Talenten im Grab verschlossen. Aber durch das Blut, die Bibel sagt, die Gräber öffneten sich. Und heute, im Namen Jesus Christus von Nazareth, heute, egal wie alt diese Gräber sind, egal wo diese Gräber sind, egal wie tief diese Gräber sind, gemäß des Wirkens des Blutes Jesus Christus, sie öffnen sich heute im Namen Jesus Christus. Und alles, was dir und mir zusteht, kommt heraus. Und es wird sichtbar sein im Namen Jesus Christus. So, das Blut ist nicht, was man Ladefahrer nimmt. Das meint Paulus, Tanja. Das meint er. Wenn du weißt, dass dieser Paracetamol dein Leben erretten wird, und du hast nur zwei davon im ganzen Haus, du wirst das gut behandeln. Habe ich recht? So, das hier ist mehr als Paracetamol. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Jemand sagte mir, ich war letzte Woche zu laut. Ich habe gesagt, wenn ich laut bin, Techniker ist schuldig. Beim Schnell, okay, nicht Techniker, dann bin ich beim Schnell schuldig. Aber ich denke, ich mache gut oder was jetzt an ihn. Sie meint, ich mache gut heute. Ich bin wunderbar geworden. Offenbarung 12. Offenbarung, Kapitel 12. Viele Charismatiker kennen diese Bibelstelle. Und viele Fissler. Offenbarung, Kapitel 12. Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Wer ist der Drache hier? Bitte? Satan. So, es gab einen Kampf. Michael, Erzengel Gottes, und seine Jungs, erlaubt mir das Wort zu benutzen. Und Satan und seine Jungs, und sie kämpften. Vers 8. Aber sie siegten nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Satan hat verloren. Halleluja. Und seinen Platz im Himmel ist rausgeschmissen worden. Wie haben sie besiegt? Weil wir heute auch, wir stehen im Kampf. Jeden Tag ist Kampf. Und ich will dir was sagen. Dein Problem ist nicht dein Schwiegermama. Auch nicht dein Pastor. Nicht dein Schwiegereltern. Oder nicht deine Frau. Dein Problem ist der Satan, der versucht, durch Menschen dich zu manipulieren. Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. So, das Blut Jesus Christus ist unsere unbesiegbare Waffe, die wir ansetzen können, um Satan zu verprügeln. Hör mal zu, Satan kann mit deinem Gebet tanzen. Kennt ihr Daniel? Er hat gebetet. Und Gott hat Antwort geschickt, steht das bei dir in der Bibel? Aber der Satan hat Antwort festgehalten für 21 Tage. Aber es gibt etwas, was Satan keine Antwort hat dafür. Das Blut. Satan kann nichts gegen das Blut anwenden. Pharao mit seinem großen Kopf hat alles gemacht. Gott sagt, es gibt noch eine Sache. Bei dieser Sache, er wird euch ziehen lassen.
So, nehme das Blut. Satan, das Blut Jesus Christus ist gegen dich. Ha! Satan, ich stehe heute im Namen Jesus Christus und ich widerstehe dir durch das Blut Jesus Christus. Und wenn ich du bist, ich bin, wenn ich du wäre, nimm einen davon. Ich will ihm daran erinnern. Vergesse nicht, im Himmel, Erzengel Michael und seine Jungs haben dich verbrückelt mit dem Blut. Heute stehe ich mit demselben Blut. Come on. So, das sind nur 5, 6 Dinge, was in dem Blut ist. So, erwarte Satans Niederlage in deinem Leben heute. Erwarte, dass Satan seinen Platz in deinem Leben verliert durch das Blut Jesus Christus. Das Blut, Satan kann nicht gegen das Blut. Er kann nicht. Er kann es nicht. Er kann gegen deinen Pastor, er kann gegen die Gemeinde, aber nicht gegen das Blut. So, wenn es eine Waffe gibt, das wir immer anwenden sollen, es ist das Blut Jesus Christus. Wenn irgendwas passiert, statt STH-Wort zu sagen, sag Blut Jesu Christi, Halleluja. Hat jemand mich verstanden? Weil wenn du STH-Wort sagst, bekommst du STH-Wirkung. Aber wenn du Blut Christi sagst, bekommst du Blut Christi Wirkung. Und ich denke, Blut Christi Wirkung ist besser als STH-Wirkung. Halleluja. Nun, was ist in dem Leib? Jesaja 53. Ich hoffe, ich habe niemand hier verloren. Sind wir noch da? Lasst mich euch etwas sagen. Gott hat nur ein Werkzeug, womit er Menschen aufbaut. Das Wort. Glaub mir. Das Wort. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir alles einsetzen bei dem Wort Gottes. Als Gott Himmel und Erde schaffen will, womit hat er das geschaffen? Das Wort. Was auch immer Gott in deinem Leben schaffen will, was auch immer Gott in dieser Gemeinde schaffen will, er macht das durch das Wort. So, darum nimm immer das Wort ernst. Und ich bin sicher, während ich rede, das Wort bewirkt etwas in uns. Gräbe öffnet sich schon im Jesu Namen. So, Jesaja 53, 1 bis 5. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auch vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelpross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Angesicht gefällt uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbergt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es war wichtig, dass Jesus Christus Leib verprügelt wird. Kennt ihr? Paulus sagt, er nahm Brot, dankte, das ist Jesus, und brach. Steht das bei der Bibel? Und sagt, dies ist mein Leib, das für euch gebrochen ist. Und ich weiß nicht, ich bin mehrmals begegnet von Christen, die mir sagen, das stimmt nicht. Warum? Weil Jesus' Knochen nicht gebrochen ist. Aber ich habe mein Wörterbuch, es gibt Unterschiede zwischen Knochen und Leib. Niemand sagt, dass sein Knochen gebrochen wurde. Aber sein Leib wurde kaputt gemacht. Die römischen Soldaten, ihre Peitschmaschine, wenn sie eine auf dich bringen, wenn sie das zurückziehen, sie nehmen etliche Fleisch mit. 39 Mal wurde er verprügelt. Und man hat mir gesagt,
dass die kleinste Krankheit der Welt ist in 39 Klassen hineingegliedert. Jesus konnte Schlaftabletten nehmen und sterben. Tod ist tot, oder? Aber nein. Blut muss fließen, Leib muss kaputt. Damit, was auch immer in unserem Leben kaputt gegangen ist, ganz wird. So, dein, was ist in seinem Leib? Es ist unsere Ganzheit, unser Ganzsein. Heilung von Krankheiten, Befreiung von Schmerzen, unsere Wurde wieder hergestellt. Alles, was negativ ist, wird kaputt gemacht durch das Kreuz. Erkennt ihr noch? Paulus sagt, so oft ihr das tut, ihr verkündigt den Tod des Herrn, wie es er kommt. Steht das bei der Bibel? Was ist der Tod des Herrn? Jesus Tod heißt Satan Niederlage. So einfach. So, immer wenn wir Abendmahl feiern, wir verkündigen Jesus Sieg. Wir verkündigen Jesus Heilung für uns. Wir verkündigen Jesus Stärkung für uns. Er war allein verlassen, damit ich nicht Single werde im Leben. Kann jemand dazu Amen sagen? Er war arm am Kreuz, damit ich reich werde. Er war ein Mensch voller Depression, damit ich voller Freude lebe. Er war voll beladen mit Schmerzen, damit ich schmerzfrei ein Leben führe. So, das ist der Leib. Der Leib spricht für alles, was man sehen kann. Alles, was man sehen kann. Deine Heilung kann man sehen. Deine Freude kann man sehen. Deine volle Gewissheit kann man sehen. Dein produktiv sein im Leben kann man sehen. Dein Partner, dein Ehemann, deine Ehefrau kann man sehen. Das Wachstum deines Lebens kann man sehen. Darum hat Jesus sein Leib für uns gegeben. Lass uns diese Bibelstelle betrachten. 1. Petrus, Kapitel 2, 24. 1. Petrus, 2, 24. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben und der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Nicht werdet ihr heil sein. Durch seine Wunde seid ihr geheilt. Petrus redet von Vergangenheit. So, egal was dich heute plagt, fang an dich zu sehen, ich bin davon frei. Warum? Er ist deshalb verprügelt worden für mich. Lass uns Johannes 6 betrachten. Lass uns Jesus selber wieder hören und dann werden wir Abendmahl feiern. Wir werden es mal beten und dann ich erwarte heute, dass die Berührung mit dem Blut Jesu Christi und dem Leib Christi im Glauben eine enorme, unverleugnbare, unversteckbare Hand Gottes zu offenbaren wird in unserem Leben im Namen Jesus. Amen. Johannes Kapitel 6, ab Vers 47. Bitte, lass uns richtig zuhören hier. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Wir sagen alle Amen. Wo kommt ewiges Leben her? An was? Durch den Glauben an Jesus Christus. Niemand bestreitet das, oder? Okay, weil wir werden einige Sachen hier sehen, bevor man anfängt, Fragen zu stellen. Und Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Warte mal. Dieses Brot ist besser als Manna. Amen. Und Manna war Engels Food, Engels Essen. Das Wort Manna heißt
was ist das? Sie bekommen Essen. Sie wissen nicht, wie es heißt. Sie haben Bäckerei unter Bäckerei, jemand, der backt. Konditorei, sie haben Profi, Koch. Sie sagen, seitdem ich koche, seit 100 Jahren, sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Und darum heißt es Manna. Und Paulus sagt, Engelsessen. Aber Jesus sagt, das, was ich anbiete, ist besser als Manna. Okay, nun, lass uns Manna gucken. Wir kennen das. Was ist Manna? Weil, wenn jemand sagt, ich bin besser als Pascal, du musst wissen, was kann Pascal? Denn du machst das doppelt. Habe ich recht? Wie schön ist Pascal? 100%, der muss 101 sein. Wie stark ist Pascal? 100%, der muss 101 sein. So, wie ist Manna? Die Bibel sagt, das Volk Israel, sie sind 40 Jahre gelaufen, haben Manna jeden Tag gegessen und kein Mensch war krank unter ihnen. Kein Mensch. In der Hitze der Sonne, hier in Deutschland, wir kriegen nur ein paar 30 Grad, kriegen wir Sonnenbrand. Keine Sonnencreme. Manna macht alles lebendig. Manna produziert Sonnencreme. Manna produziert Vitamin A bis Vitamin Z, wenn es sowas gibt. Jesus sagt, ich, mein Leib ist besser als Manna. So, wenn wir Abendmahl essen, erwarte eine Stärkung. Erwarte eine physische, sichtbare, unversteckbare Stärkung. Diese 19 Uhr schlapp werden, ich kann nicht mehr. Und du bist noch 30 Jahre alt. Es soll aufhören. Man weckt dich 6 Uhr auf, du kannst nicht aufstehen. Du musst 10 Stunden schlafen. Wo steht es, dass du 10 Stunden schlafen soll? Warum? Weil du schwach bist. Du rennst einen Kilometer, du rufst Krankenwagen an. Das ist Krankenwagen, ja. Kann man verstehen. Smith Wigglesworth. Der Mann lebte jahrelang, war nie beim Arzt. Aber sein Geheimnis war, jeden Tag Abendmahl. Jeden Tag Abendmahl. Jeden Tag. Kenneth Hagin, ein Glaubensheld. Jahrelang kein Kopfschmerzen, hat er mir erzählt. Jeden Tag Abendmahl. Okay, mein Mentor, Bischof David Oyedepo. Der Mann arbeitet jeden Tag 16 Stunden. Fliegt in mehrere Länder, 3-4 Länder in einer Woche zu predigen. Und er sagt, es hat mehr als 30 Jahre, kein Tablette in seinem Mund, mehr als 30 Jahre. Und er geht für Check-up, heißt es Check-up auf Deutsch, und die beweisen, du bist gesund. Geheimnis, jeden Tag Abendmahl. Jeden Tag Abendmahl. Diese Vitamin C schlucken, Vitamin D schlucken, Vitamin Q schlucken, Vitamin A schlucken, die sind nur Chemikalien, die machen uns tot. Lass uns lernen, Abendmahl zu nehmen. So, erwarte eine Stärkung. Amen. Stark wie eine Geselle, stark wie ein Mann, stark wie eine starke Frau. Du kannst sehen, du kannst reden, du kannst hören. Überall, wo körperliche Schwäche hineingeschlichen sind, sie gehen, verschwinden heute im Namen Jesus. Aber ich bin 60, das geht mich nicht an. Mose war 120 Jahre alt, er hat nur Berg geklettert. 60 Jahre alt. Kaleb sagt, gib mir die Gebirge. Denn die Kraft in mir ist immer noch, wie es war vor 40 Jahren. Kaleb. So, lass uns weiterlesen. Vers 51. Nee, lass uns Vers 50 lesen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Weißt du, es gibt, wenn du zum Arzt gehst, wenn du Kopfschmerzen hast, es gibt Tabletten für Kopfschmerzen. Aber der Arzt wird dir nie versprechen, dass ein Tablett sich von Toten schützen kann. Aber Jesus sagt, mein Leib, mein Blut ist Schutz vom Tod. Wer das isst, wird leben. Der wird nicht sterben. Der wird nicht sterben. So, mit dieser 80 Jahre Art und an Tod denken und Grab besuchen aus Sonne, wo man dich beerdigen kann mit 80 Jahren, das ist zu früh. 80 Jahre, du denkst an Tod? Mindestens 120 Jahre. Mindestens. Wie viel? 120 Jahre. Stark, lebendig, nicht getragen werden.
Ich sage, was ich glaube. Ich sage bei mich. Wenn Jesus noch nicht kommt. Ach, guck mal, Mose, nicht Mose, wie heißt er? Abraham, mit mir ist 100 Jahre alt. Er hat noch eine Frau geheiratet, Ketura, hat noch 5 Kinder. Nicht so, nicht, wir reden von, du bist alt, noch lebendig. Du bist 100 noch lebendig. Der Mann konnte noch was machen. Hat seine Sarah ist tot, hat seine Ketura geholt. Noch 5 Kinder. Und wir sind 50 und sagen, ich bin ein alter Mann. Lass graue Haare dich nicht belügen. Die Haare kann Farben wechseln, so oft wie sie wollen. Das mag schön, Halleluja. Amen. Lesen wir weiter. 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Okay. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Und ich gebe, und das ich geben werde für das Leben der Welt. Da tritten die Juden miteinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zum Essen geben? Darum spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Es gibt ein Leben, das vom Himmel kommt. Und wenn wir Jesus Leib und Blut nehmen, die Bibel sein Leben fließt. Wer mein Fleisch isst, 54, und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Hier habe ich Gott gefragt, was ist das? Ewiges Leben kommt durch Glauben an Jesus, oder? So, woher kommt ewiges Leben durch Trinken? Ich will, dass ihr euch immer Fragen stellt. Ewiges Leben kommt durch Glauben an Jesus Christus. Heißt das nun, jeder, der Abendmahl isst und trinkt, geht in den Himmel? Nein. Nein, nein. Gott weiß das und er sagt nein. Abendmahl ist ein Schlüssel, um Himmel zu erleben hier. Du bist auf der Erde und du erlebst Himmel hier. Du öffnest ja die Tür zum Himmel und du erfährst, was zum ewigen Leben gehört, du hast das erfahren hier. Okay, gehört Krankheit zum ewigen Leben im Himmel? Nein. Gibt es Schulden bei Bank im Himmel? Das Kreuz ist alles. Was auch mal nicht gut ist, schmeiß weg. Verstehst du mich, Max? Es steht in der Bibel, die Zeit macht nicht mit heute. 55, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um meines Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinen Willen leben. Liebe, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, es ist nicht eine Tradition. Wir haben menschlich gesehen Traubensaft. Wir trinken ja keinen Wein. Und wie heißt das, dieses Brot? Brot, ungesäuerter Brot, trockene Crackerbrot. Aber der Unterschied ist, Jesus nahm das Brot. Was nahm er? Brot. Segnete das Brot, oder? Brach es und sprach, dies ist mein Leib. Kann Jesus lügen? So, wenn wir das segnen, ist es kein Brot mehr. Was ist das? Jesus Leib. Wenn wir das segnen, es ist kein Traubensaft mehr. Es ist Jesus Blut. Wenn du Traubensaft trinkst, erwartest du, dass deine Durst gestillt wird. Aber wenn du Jesus Blut trinkst, erwartest du Gottes Kraft in deinem Leben. So, was willst du trinken heute? Was willst du trinken? Jesus, du kannst Traubensaft trinken, wie du willst. Aber ich will das Blut trinken. Aber es schmeckt nicht wie Blut. Es geht nicht um Geschmack. Es geht um den Glauben. Wir werden jetzt aufstehen. Eine Bibelstelle noch.
Wenn wir stehen auf Laut lesen, kannst du gehen. Lukas 8, 10. Okay, ich lese mal Lukas Kapitel 8, Vers 10 vor. Hör mal richtig zu, bitte. Lukas 8, 10, muss man aufschlagen. Er aber sprach: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Die anderen aber im Gleichnissen. So, das Geheimnis der Schlüssel des Reiches ist nur für Kinder Gottes. Nur für die Leute, die Jesus aufgenommen haben in ihrem Herzen und ihn erkennen als Herr und Erlöser. So, in deiner Gemeinde, da gibt es Kinder Gottes, die das Blut und den Leib im Glauben aufnehmen. Und für den ist es ein Geheimnis, für den ist es eine Schlüssel. Aber andere Leute, es ist eine Tradition. So, ich will, dass du heute eine Erwartung hast. Wir wollen unsere Beziehung zu Gott stärken. Wir wollen wieder zu Gott gehen, unsere Liebe zu Christus bekennen. Wir wollen im Gebet gehen und Gott wissen lassen, wie sehr wir ihn lieben. Wir wollen uns nochmal sagen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du in deinem Leben einen Bereich hast, wo du noch mit der Sünde haderst, bring das zu Gott heute. Gibt es Charakter oder Verhalten in dir, die du pflegst, die Gott nicht gefällt? Zu Buße heute und wende dich ab davon. Denn nichts soll dich heute hindern. Das Erlebnis des Geheimnisses des Reiches Gottes ist nur für die Kinder Gottes. So, wir wollen unsere Stimme erheben jetzt und anfangen zu Gott beten. Lass uns beten.